Die Infektionszahlen steigen also weiter, nicht zuletzt, weil die verschärften Einschränkungen des öffentlichen Lebens erst seit Montag gelten. Ob die Maßnahmen überhaupt gerechtfertigt sind, darüber wurde heute im Bundestag kontrovers gestritten. Anlass war die von der Bundesregierung geplante Reform des Infektionsschutzgesetzes, mit der für die beschlossenen Beschränkungen eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll. Für die Opposition ein Winkelzug kurz vor Missachtung des Parlaments. Maskenpflicht auf den Straßen, Kontaktbeschränkungen für die Bürger, die Pflicht, Restaurants zu schließen, Veranstaltungen abzusagen. Die Corona-Maßnahmen greifen tief ins Leben der Menschen ein. Bislang aber fehlt eine gesetzliche Grundlage, die auch vor Gerichten standhält. Die soll das Infektionsschutzgesetz jetzt liefern. Paragraph 28a zeigt auf, welche Auflagen in der Pandemie möglich sind. Bitter seien die Beschränkungen, sagt der Gesundheitsminister, aber entscheidend. Exponentielles Wachstum ist heimtückisch. Es bedeutet, wenn eine Intensivstation nach 10 Tagen halb voll ist, ist sie nach weiteren 10 Tagen ganz voll. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die aktuelle Entwicklung jetzt schnell und entschlossen brechen. Die AfD in Totalopposition, schon weil sie die Gefahr der Pandemie nicht sieht. Wir, meine Damen und Herren, durchlaufen keine schwere Krise durch das neue Virus, sondern durch die unverhältnismäßigen politischen Maßnahmen dagegen. Auch FDP-Chef Lindner kritisiert scharf, das Gesetz schaffe keine Rechtssicherheit. Sie legen ein rechtspolitisches Feigenblatt vor, um bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren. Das geht hart an die Grenze der Missachtung des Parlaments. Mehr Parlamentsbeteiligung wollen auch die Grünen. Einen konstruktiven Streit um die Verhältnismäßigkeit, die Linke. Was ist in welcher Situation schlimmer? Existenzangst, Einsamkeit oder Infektionsgefahr? Breite Zustimmung gibt es für die im Gesetz geregelte Ausweitung der Testkapazitäten und die Lohnfortzahlung für Eltern von Kindern in Quarantäne. Weiter zu Hanni Hüsch für uns in Berlin. Wie geht's denn jetzt mit dem Gesetz weiter? Na, das war heute die erste Lesung. Dieses Gesetz geht jetzt noch in die Ausschussberatung. Und da will dann auch die SPD noch mal versuchen, die ja eigentlich komplett hinter diesem Gesetzentwurf steht, einen sogenannten Parlamentsvorbehalt mit zu verankern, also doch die Rechte des Parlaments etwas weiter zu verstärken. Und dann ist dieses Gesetz auch zustimmungspflichtig im Bundesrat. Es betrifft ja extremst auch die Kompetenzen der Länder. Dazu soll es sogar eine Sondersitzung in der übernächsten Woche geben. Viele Ministerpräsidenten haben ja in der Zwischenzeit gesagt, es müsste einheitliche Regeln geben, aber der ein oder andere besteht doch aufgrund seines Infektionsgeschehens darauf, doch die Dinge selber zu entscheiden. Man kann davon ausgehen, dass das nochmal eine interessante Diskussion auch um die Kompetenz der Länder wird. Nach dem Wunsch der Bundesregierung soll dieses Gesetz aber bereits im Dezember in Kraft treten. Trotz der neuen Einschränkungen werden ja neue Höchststände bei den Infektionen verzeichnet. Was sagt denn das aus? Naja, 21.500, das ist eine Zahl, wenn wir uns erinnern, dass Angela Merkel ja immer die Zahl 20.000 als hochkritisch gesehen hat, müssen wir uns natürlich fragen, wo führt das hin? Wenn wir aber den Strohhalm sehen, da können wir sagen, dass die Zahlen zumindest nicht mehr ganz so schnell steigen. Es ist auch so, dass in der Zwischenzeit ein Infizierter weniger ansteckt, als das bisher der Fall war. Da guckt man auf den sogenannten R-Wert und der liegt nun seit 3 Tagen unter 1. Das heißt also, mal mit einem Beispiel, 10 Infizierte stecken weniger als 10 Leute an. Merken wir da möglicherweise schon die ersten Reaktionen auf den Teil-Lockdown von Montag und die Kontaktbeschränkung? Nein, das kann eigentlich noch gar nicht sein, denn das braucht eine gewisse zeitliche Verzögerung. Das sehen wir frühestenfalls Ende nächster Woche, ob diese Schritte wirken. Ob diese Schritte also dann heute vielleicht ein Trend sind oder eine zufällige Schwankung, lässt sich dann vielleicht eher beurteilen. Interessant aber ist in jedem Fall, dass der stellvertretende Leiter des Robert-Koch-Instituts ja immer ganz klar gesagt hat, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir die Kontakt-Zurückverfolgung in den Griff bekommen. Und dazu braucht es einen R-Wert von 0,7. Davon sind wir eben noch eine ganze Weile entfernt. Also abwarten und hoffen, dass sich die ganzen Maßnahmen, die beschlossenen Maßnahmen, vielleicht in der nächsten Woche schon positiv auswirken können. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass die Zahlen möglicherweise erst noch weiter steigen, oder?
Ich glaube, davon muss man ausgehen, wenn die Regel ist, dass man mit einem bestimmten Verzug von knapp 2 Wochen erst das Infektionsgeschehen beurteilen kann, werden wir davon ausgehen, dass die Infektionszahlen in den nächsten Tagen sicherlich noch mal steigen. Dann wird darauf zu achten sein, wie stark sie steigen. Wenn wir in die Gegenwart blicken jetzt erst einmal und uns die Deutschlandkarte sozusagen anschauen, wo liegen denn derzeit die Hotspots? Naja, nach wie vor, wenn wir die Karte angucken, ist sie tiefrot immer noch in Bayern und in Nordrhein-Westfalen gefärbt. Das heißt also, dass es da ein Inzidenzgeschehen von weit über 100 Fällen auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen gibt. Aber auffällig ist schon, dass sich das Infektionsgeschehen weiter nach Osten verschiebt. Da muss man heute vor allem auf Sachsen gucken. Da gibt es einen ganz neuen Hotspot. Das ist der Landkreis Bautzen mit einem Inzidenzvorgang von 330 Neuerkrankungen. Das ist viel. Deswegen ist Ministerpräsident Kretschmer auf dem Weg in diesen Kreis, um zu gucken, welche Maßnahmen da greifen können. Das Personal dort wird wie an vielen Stellen in den Gesundheitsämtern weiter aufgestockt. Die Bundeswehr ist im Einsatz. Im Gegensatz dazu gibt es ein niedriges Infektionsgeschehen in bevölkerungsschwachen Ländern, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Teilen von Schleswig-Holsteins. Die haben Glück. Was wissen Sie denn, wie sich die Lage in den Krankenhäusern derzeit entwickelt? Na, da haben die Ärzte bis dato gesagt, dass sie die Situation im Griff haben. Aber es ist deutlich klar, wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so steigert, wie es das tut, wird es auch in den Intensivabteilungen knapp. Davor hat auch heute Minister Spahn noch mal ganz ausdrücklich gewarnt, dass da die Betten knapp werden können. Man muss das auch, glaube ich, regional sehr unterschiedlich begucken. Hier in Berlin werden Betten knapper, in Nordrhein-Westfalen werden sie knapper. Also noch keine Situation, die uns alarmieren muss, aber eben ganz klar die Sache wirklich scharf beobachten, weil die Gefahr ist da, dass die Zahl der Schwersterkrankten natürlich auch immer weiter steigt. Hanni Hirsch, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen und Informationen nach Berlin. Gerne.